Hi zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Dienstag und ich fange an. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Es kann nämlich sein, dass also der Boden, der ist jetzt so kalt vom Winter her. Es kann sein, dass es oberflächlich okay ist zum Laufen, aber dann kann es auch ganz schnell glatt werden. Ja, was gibt's zu sagen? Ja, es ist Dienstagmorgen, fast Mittag, 5 Uhr. Ich fahre nach Vermont. Ich habe diese Woche was ganz Spezielles vor noch. Ich muss an der Grenze, Work Permit umtauschen. Weil ich jetzt die nächste Stufe erreicht habe von der Immigration. Und dann muss ich nachher, den Trailer am Traxo stehen lasse und dann zur Grenze fahre, zur Border und dann das umtausche, muss ich mal schauen. Oder ob ich das tue, wenn ich wieder nach Kanada reinfahre. Oh, jetzt müssen wir aufpassen hier. Jetzt sieht er mich gleich hier auf die Fresse packen. Aber ja, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Werde ich mir gleich überlegen. Also ich fahre jetzt erstmal Bobtail, das heißt mit der Zugmaschine nach Mountain. Zur gleichen Route wie letzte Woche, nur diese Woche ist der Unterschied, dass der Trailer da schon steht und vorgeladen wird. Das heißt, wenn ich Glück habe, Schuhe sauber machen. Wenn ich Glück habe, ist der Trailer gleich geladen. Dann kann ich ihn aufnehmen, gut ist. Aber ja gut, ich muss übermorgen da sein. Und das ist knapp über 1000 Kilometer. Also ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit. Ich kann ein bisschen locker angehen lassen. Ja, zur Temperatur. Es wird wärmer. Es sind jetzt hier noch so minus 2, minus 1 Grad. Das ist okay vom Wetter her. Und dann gucke ich mal so. Ja, ich melde mich später wieder. So, gerade Wasser geholt für meinen Kaffee, ne? So. So, jetzt sind wir fast fertig. So, Scheiben mal da. So, ich habe mein Kaffeewasser geholt. Ich habe meine Abfahrtskontrolle gemacht. Ich habe mein neues Work Permit geholt. Ich habe mit dem Verantwortlichen gesprochen, was zu machen ist. Also erst dachte ich, ich fahre hin und fahre dann auf dem Weg in die Stadt rein zur Grenze, zum Officer, zum Immigrationsbüro. Aber er sagte, ich sollte, wenn ich da rausfahre, dahin fahren. Weil mein Work Permit, was ich kriege, ist nur an zwei Stellen zu bekommen. Da, wo ich reinfahre und da, wo ich rausfahre. Ja, ich fahre jetzt, wie gesagt, Bobtail, also mit der Zugmaschine nach Moncton. Oder mein Trailer ab, der soll um 12 Uhr erst fertig sein. Sind 1244 Kilometer bis dahin. Ja, gut. Ich hätte eben 1000 gesagt. Okay, 1244. Boah, es ist windig heute. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt nach Moncton, hole den Trailer und dann fahre ich da mal heute noch mal so ein bisschen was. Dann fahre ich morgen den Rest. Mal schauen, wie das Wetter wird. Ist ja immer noch Winter. Ach ja, genau. Ich wollte mich mal wieder bedanken. Aktueller Stand heißt 971 Abonnenten. Es sind, glaube ich, 20 oder 25 mehr als letzte Woche. Also es gibt jetzt so 25er Schritten pro Woche. Was ich super cool finde. Ich hatte manchmal am Anfang manchmal 3 Wochen keinen einzigen.
Und jetzt 25 pro Woche. Also es ist wie so ein Schneeball, der immer größer wird und immer schneller wird. Ich finde das total super. Dankeschön. Ich hoffe, ihr werdet weiter meine Videos schauen und ihr habt weiterhin Spaß. Ja, nächste Woche möchte ich gerne wieder zurück sein. Also ich habe das jetzt so geplant. Heute ist Dienstag, dass ich nächste Woche... Alter Schwede. Dass ich nächste Woche Dienstag oder Mittwoch wieder da bin, da wollte ich ein langes Wochenende machen. Donnerstag ist St. Patrick's Day. Da wollte ich ganz gerne nach Halifax fahren. Ich habe schon ein Hotelzimmer gebucht. Da treffe ich mich mit Freunden. Dann feiern wir den St. Patrick's Day. Das ist ein irischer Feiertag. Da gibt es überall irisches Bier und irisches Essen. Wir treffen uns in einer Kneipe. Ganz cool sein. Mal schauen. Ich hoffe, ich komme heile an. Bis später. So, ich bin jetzt an der Brücke. Ich möchte gerne die Brücke überqueren und ich habe schon auf dem Hof gemerkt, dass es sehr windig ist und ihr seht, hier stehen so einzelne LKWs oder es stehen so LKWs, einzelne. Hier stehen so LKWs rum. Und ich wollte hier gerade über die Waage fahren, denn man muss immer über die Waage fahren, wenn man die Insel verlassen will. Und dann habe ich angehalten und dann kam auch schon ein rotes Signal und dann sagte dann der Officer, guck mal, da kommt schon wieder einer, dann sagte schon der Officer, fahr mal hier vorne hin, die Brücke ist gesperrt wegen hohen Winden. Hohen Winden? High Winds? High Winds. Und ich habe eben nochmal auf meine App geguckt. Also so wie es aussieht, ist es bis heute Abend gesperrt. Bis 20 Uhr oder so. Aber manchmal macht die auch auf. Mal gucken. Also wie gesagt, es ist windig. Vielleicht fahre ich auch gleich zum Tim Hortons rüber. Wenn das hier länger dauert. Also ich kriege dann immer so einen Bock auf was Süßes. Egal, ich werde mich jetzt hier ein bisschen relaxen. Ich werde mich jetzt in den Schlaf schaukeln nicht, aber das schaukelt hier. Egal. Ja, so ist die Natur, ne? Egal. So. Moin zusammen. Also, ich habe ja gestern gesagt... Boah, ist das scheiße kalt. Ich habe ja gestern gesagt, dass ich... ich habe ja gezeigt, dass ich in der Brücke gestanden habe. Das ging auch die ganze Nacht so. Das... fing gestern an, irgendwie ab 11 Uhr wurde das dann weniger. Aber ich bin ins Bett gegangen, weil ich da meine Pause gemacht habe. Ich bin gestern 41 Kilometer gefahren und jetzt geht es besser und es ist ein toller Morgen. Da hinten die Sonne auf und ich kann jetzt endlich starten zu meinem Trailer ab nach Moncton. Back and look at the top. They're making bad names and more.
So, ich bin auf dem Festland. Es war noch ein bisschen windig, aber es ging noch so und jetzt bin ich hier. In New Brunswick. Ich habe jetzt noch so, ich glaube 80 Kilometer, 70 Kilometer bis zum Kunden. Ja. Ich hoffe, dass der Trailer fertig ist. Das wäre jetzt doch der Hammer. Wenn der Trailer heute nicht fertig ist. Aber gut. Ja, ich mache mich auf, ne? Auf Socken. Nee, auf Socken? Auf den Weg. Wondering when the well went dry, asking where.
towards Notre Dame, then turn left. Your waypoint, 123 Price Street. It is on your right. Then, turn around when possible. Ich bin eben beim Kunden angekommen, da wo der Trailer stehen sollte. Dann habe ich mich schon gewundert, warum der Trailer nicht da ist. Dann habe ich beim Dispatcher und Disponenten angerufen. Und jetzt bin ich bei Kelco, das ist unser Kühllager. Hier war ich schon öfters, ne? Das kennt ihr, oder? Das kennt ihr. Ja, klar. Und der sagt mir dann, ja, der Trailer steht bei Kelco, also in unserem Kühllager. Ja, dann habe ich jetzt aufgenommen hier und jetzt bin ich... Endlich kann ich mich losmachen. Also die Woche fängt irgendwie nicht so toll an. Naja, mal gucken, was noch kommt. So, ich habe jetzt eben gerade, nachdem ich das jetzt das letzte gefilmt habe, ich bin hier immer noch bei unserem Kühllager. Und als ich jetzt gerade
LKW wieder angekommen bin, habe ich mal die ganzen Sachen zusammengeschnitten, die ich jetzt so gefilmt habe gestern und heute. Oder heute vielmehr, weil gestern hatte ich schon was geschnitten gehabt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon bei 20 Minuten und ich würde sagen, ich möchte das Video beenden. Ich bin jetzt, wie gesagt, auf dem Weg nach Vermont, Essex. Da werde ich morgen früh ankommen. Es sind jetzt noch 1100 Kilometer. Ja, das schaffe ich 11 Stunden. Ja, abonnieren nicht vergessen. Liken nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß bei dem Video. Und ja, heute ist Mittwoch. Es wird jetzt direkt hochgeladen. Und dann könnt ihr euch das nachher angucken. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss. 79.